Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo, wieder aus der Reihe Versicherer Argumente mit dem Thema Liquidität. Die Liquidität ist ja einer der ganz großen Vorteile, entweder sofortige Liquidität oder Aufbau von Liquiditätsreserven, Entschuldung, Bankenunabhängigkeit, neben Mitarbeiterbindung, eines der ganz großen Argumente. Was schreiben Versicherer zu diesem Thema? Pauschalutierte Unterstützungskassen zielen in der Regel auf Liquiditätsgewinne für das Unternehmen ab. Es wird der Eindruck erweckt, dass die betriebliche Alterssorgung dazu genutzt werden kann, über Steuerspareffekte und renditestarke Kapitalanlagen zusätzliche Erträge zu erzielen. Dies ist eine wenig objektive Darstellung der betrieblichen Altersversorgung. Letztlich muss der Arbeitgeber eine Verpflichtung gegenüber seinen Arbeitnehmern erfüllen. Hier hat die Vergangenheit leider gezeigt, dass pauschalodierte Unterstützungskassen nicht immer in der Lage waren, die zugesagten Leistungen zu erbringen. In diesem Fall trifft den Arbeitgeber die schon beschriebene Einstandspflicht. Also nun mal, wenn man das mal ganz genau durchgeht, klar zielen sie in der Regel ab auf Liquiditätsgewinne, weil es einfach die BAV seit Alters her so ist, dass man die Liquidität nicht unbedingt abfließen lässt, zumindest nicht in voller Höhe, auch in Kapitalanlagen investiert, sondern mindestens zu einem Teil für die Innenfinanzierung nutzt. Und es ist auch bei Unternehmen, die Kontokorrente und Bankkredite haben, das sinnvollste und ertragsreichste Instrument überhaupt. Der Eindruck erweckt, dass man Steuerspareffekte und renditestarke Kapitalanlagen zusätzliche Erträge erzielen kann, der wird zumindest, was uns betrifft, überhaupt nicht erweckt. Die pauschalnotierte Unterstützungskasse ist kein Steuersparmodell. Klar können wir natürlich Steuerspareffekte auch erreichen, aber es ist kein Steuersparmodell. Der Unterschied ist ganz einfach. Ich habe 100 Euro vom Arbeitnehmer, ich sage dem 1,5% Zins zu und die 100 Euro sind einmal die Liquidität. So einfach ist die ganze Geschichte und irgendwann muss ich die 100 Euro zahlen, einschließlich der Zinsen, da fließt mir die Liquidität wieder ab. Das ist bei jedem Bankdarlehen genauso, da bekomme ich auch ein Geld und irgendwann muss ich es mit Zinsen zurückzahlen. Renditestarke Kapitalanlagen sind auch nicht nötig, zumindest nicht in voller Höhe oder für manche Unternehmen vielleicht auch gar nichts, die sie im eigenen Unternehmen nutzen können. Es ist auch nicht unbedingt notwendig, mit der pauschaldotierten Unterstützungskasse zusätzliche Erträge zu erwirtschaften oder Profitcenter zu bauen. Der einzige Punkt, der erreicht werden muss und es ist gleichzeitig der Nachteil und gleichzeitig die Conditio sine qua non ist, wenn ich dem Mitarbeiter 100 Euro, auf die 100 Euro 1,5% Zins zusage, muss ich auch irgendwo 1,5% erreichen. Wie ist allein mein Problem? Sei es durch die Tilgung von Kontokorrentkrediten, da habe ich vielleicht 5, 6, 7 oder 8% Zins erwirtschaftet. Sei es, dass ich Bankdarlehen zurückführe und spare mir 2, 3 oder 4%. Oder ich investiere es breit gestreut im Kapitalmarkt für 2, 3 oder 4%. Oder eben ins eigene Unternehmen durch Wachstum, durch Rendite aus dem eigenen Unternehmen, aus Wachstum, aus zusätzlichen neuen Betriebsstätten, neuen Kfz bei Pflegebetrieben und. Das ist die ganz einfache betriebswirtschaftliche Wirkweise. Und auch hier die pauschalodierte Unterstützungskasse, die muss überhaupt nichts erbringen. Es ist der Arbeitgeber, der das erbringt. Es ist dem Arbeitgeber seine Einheit, in die er einzahlt, in die man sich Darlehen zurücknimmt. Es ist rein sein Geld, da nimmt ihm keiner was weg. Es gibt ihm keiner irgendwas hinzu. Die 100 Euro müssen da sein und auch der Zins muss da sein. Das ist aber bei jedem Bankdarlehen genauso. Und bei jedem Bankdarlehen haben wir die gleiche Einstandspflicht. Irgendwann müssen wir das, was wir bekommen haben, auch zurückzahlen. Und auch im arbeitgeberfinanzierten Bereich ist es so, das, was den Mitarbeiter einfach zuwenden will, führt zwar jetzt schon zu einem Steuereffekt, aber irgendwann später muss ich das einfach zahlen und betriebswirtschaftlich muss ich es vielleicht jetzt schon auf die Seite legen. Aber das Datum, wann ich es zahlen muss, das kann ich ganz genau jetzt schon in meinen Kalender eintragen. Dann schreiben Sie weiter, die meisten pauschalodierten Unterstützungskassen sehen eine Darlehensvergabe eines Unternehmens vor. Diese Modelle überzeugen auf den ersten Blick mit hohen Renditen für das Trägerunternehmen, haben auch bei genauerer Betrachtung einige Haken und Risiken. Ich weiß nicht, wo da die hohen Renditen für das Trägerunternehmen herkommen. Die Darlehensvergabe ist ein reines linke Tasche, rechte Tasche Spiel. Da macht der Unternehmer einfach einen Aufwand, indem er das Geld steuerwirksam einzahlt, in der Unterstützungskasse steuerfrei vereinnahmt. Aber das führt zu keiner
Rendite. Im Ergebnis in der Ausführung, das haben Sie gerade gesehen, ich habe es analysiert, nichts mehr als reine Verunsicherung. Die Entgeltumwandlung ist einfach ein langfristiges zinsgünstiges Darlehen bzw. eine Verpflichtung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach erfüllt werden muss. Kein Risiko, keine Hexerei, nichts Unberechenbares. Der Unternehmer muss einfach den zugesagten Zins erwirtschaften. Es ist wirklich alles. Wie ist sein Thema? Und der Unternehmer, der sich diesen Zins zum Beispiel von 1,5% nicht zutraut, wird andererseits auch kein Bankdarlehen aufnehmen, weil er dies ebenso zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Zinsen zurückzahlen muss. Dann wird er sich das ebenfalls nicht zutrauen oder er glaubt, das ist wirklich was anderes und traut sich zu, ein Bankdarlehen zurückzuzahlen, aber die 100 Euro für seinen Mitarbeiter, die meint er unterwegs verlieren zu müssen. Das ist alles bloß psychologische Instrumente, eigentlich Hirnwäsche der Versicherungswirtschaft, die sagen, das Geld müssen wir zwangsweise anlegen, sonst steht es ja nicht mehr zur Verfügung. Aber der Unternehmer kennt in seiner ganzen Unternehmensgeschichte, in seiner ganzen Laufbahn solche Dinge nicht. Wenn ich Geld bekomme, nutze ich das und zahle es zum entsprechenden Zeitpunkt zurück. Auch beim Bankdarlehen, wie gesagt, kommt er nicht auf die Idee, das in eine Versicherung anzulegen oder auf ein Festgeldkonto. Er arbeitet mit dem Geld und notiert sich den Rückzahlungszeitpunkt. Und wie gesagt, das ist auch kein Steuersparmodell. Und normalerweise haben wir wirklich ein genaues Controlling, das den Barwert der Verpflichtung aufzeigt und natürlich die zu jedem Zeitpunkt fälligen Zahlungen. Damit bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.